tierisch geil. Unglaublich schön hier. Zur einen Seite der Pazifik, zur anderen Seite der Wald. Es ist schon was ganz Besonderes. Ich bin hier ganz allein. In dem Streckenabschnitt sehe ich niemanden. Morgen, fünfter Tag, es ist 8 Uhr, ich starte in die bisher längste Etappe. Ich habe heute 16 Kilometer vor mir. Das Wetter ist fantastisch, gleich morgen um 8 Uhr kurze Hosen an, jetzt schon warm. Die Sonne im Genick, deshalb auch die Kappe so rum, nicht weil es cool ist, sondern weil ich sonst einen verbrannten Rücken habe oder ein verbranntes Genick. Und im Hintergrund sieht man noch Cripps Creek Camp. Ich bin bei den ersten, ein paar sind schon vor mir, ist mir auch ganz recht. Da muss ich mir nicht überlegen, ob ich am Strand entlang gehe oder durch den Wald. Das hängt nämlich von den Tides ab, also von Ebbe und Flut. Und das ist heute so ein bisschen kritisch von der Uhrzeit her. Ich würde eigentlich lieber am Strand entlang gehen, da spare ich mir die Höhenmeter. Lieber Sand als Höhenmeter. Aber könnte ein bisschen knapp werden. Ich lasse es die anderen da vor mir mal ausprobieren. Und naja, dann sehen wir schon. Gut, Kondition ist gut. Bin gut eingelaufen inzwischen. Mir tut nichts mehr weh. Ersten Tag haben mir doch schon ganz schön die Muskeln wehgetan. Aber es ist verflogen. Ich fühle mich topfit. Kilometer 40, was bedeutet, ich habe jetzt so etwa die Hälfte vom Trail geschafft, wobei der Rest jetzt immer leichter wird. Also kein Vergleich zum Anfang, gefühlt ist es weit mehr als die Hälfte. Schauen wir mal, ich hoffe jetzt dann da vorne auch bald wieder auf den Strand zu kommen, denn das Auf und Ab hier und über diese Wurzeln da, das ist schon anstrengender. So, viel näher soll ich da nicht fahren, da geht es nämlich 40 Meter runter oder so. Aber es ist wahnsinnig schönes Wetter heute. Hier, man sieht vielleicht da diese Büsche, die blühen und duften hier im Wald. Es riecht herrlich. Ich glaube, das soll ich nicht auf jedem Take sagen, oder? Naja, es ist halt so. Guckt mal da raus, wo ich jetzt gerade hingucke. Wahnsinn.
sehr Falls oder zu sehr Falls. So, auf geht's zur letzten Etappe. Es ist, ich bin spät dran, 7:45, eine Viertelstunde später als sonst. Hier von Michigan Beach. Die letzten 12 Kilometer bis ins Ziel. Alle sagen ganz easy. Geht's auch mal davon aus, ganz easy. Weit weg. Ich bin jetzt so etwa bei Kilometer 6. Es dürfte eine der letzten Leiterpassagen sein. Keine Ahnung, so alt viel wird nicht mehr kommen. So, aus Nostalgiegründen filme ich das jetzt mal noch mit. Weil hier eigentlich ganz, ganz nett ist hier mit der Brückenkombination und dem schönen Urwald. Ich habe jetzt hier eine Enduro im Wald gefunden. Ich glaube, das letzte Stück nehme ich dann eh. Es sind zwar nur noch 4 Kilometer, aber dann mal los.